Hey und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, mittlerweile Folge Nummer 3. Wer die letzte Folge verpasst hat, unbedingt reingucken. Wir hatten ziemlich viele Zombie-Gefechte. Ich musste ein bisschen lernen, wie man in den Gefechten umgeht, mit der Pistole, mit der Waffe zum Schießen. Aber ich denke, jetzt bin ich mittlerweile ein bisschen mehr drinnen wie davor. Ich hoffe, wir kommen heute ein bisschen weiter. Mal gucken. Eventuell wird es auch eine etwas längere Folge geben. Ja, ihr habt soweit nichts kritisiert, also gehe ich mal davon aus, dass alles gepasst hat. Ja, ich muss mal gucken, wie es von meiner Zeit her passt, ob ich eventuell auch zwei Videos am Tag bringen kann oder halt eine XXL-Folge. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, also gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Wir sollen zur Tankstelle. In der Ich Werkstatt glaube, wir herrschte sind jetzt Chaos. auch Es sah aus, da. als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe. Ich Okay. schreibe weiter. Hier haben wir den Draußen ist es Fernseher. dunkel. Haben wir letztes Mal schon Außerhalb der eingesehen? Gitter. Außerhalb der Geschichte. Nur Ach, Dunkelheit. das. Ach, jetzt sieht Ich er sich kann sie darin selber. spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Hört Das nicht ist auf. er. Ist sie verloren? Wir waren hier Scheiße. letztes Mal in Der diesem durchgeknallte Haus. Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam Wir verrückt? haben, also wir sind in der letzten Folge in dieses Ferienhaus rein. Und da hat die Frau von Ellen ihm eine Schreibmaschine geschenkt zum Schreiben. Dann wurde die Frau irgendwie entführt und jetzt sind wir hier in dieser Welt, weil wir irgendwie doch alles ein Traum war. Dann hatte Ellen einen Unfall und jetzt sind wir irgendwie hier jetzt in der Traumwelt, in der Halluzination. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich hoffe, wir finden mehr raus, wirklich. Ja, wir müssen einfach mal gucken. Und ja, wie war euer Tag heute so? Relativ entspannt. Heute war es bei uns richtig glatt. Also im ganzen Bundesland gab es eine Warnung. Schreibt mir rein, wie es bei euch war. Bis zum Also es Hörfest gab waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen. enorme Minusgrade, Stimmte das Transparent? komplett Fehlte glatt. mir eine Also nicht so ganze ein Woche bisschen zwischen normal unserer glatt für Eis, Ankunft sondern und jetzt? Ich musste wirklich in die wie Tankstelle, auf um einem See wie telefonisch Hilfe zu Schlittschuhbahn. rufen. Das war richtig, richtig schlimm. Also, no joke. So, okay. Jetzt habe ich mich gerade verdrückt. Telefon finden. Jetzt hier weiter? Gott, ey. Ich glaube aber ja. Ja. Und die schmeißen wieder. Gut, er ist weg. Du schmeißt. Okay, den müssen wir, glaube ich, erstmal töten. So. Also hier geht's nicht weiter. Muss ich hier in den Wald? Ich habe eigentlich keine Lust auf Wald. Habe ich wieder keine Munition mehr. Kommen die unendlich? Wenn ich da runterspringe, bin ich doch hundertprozentig tot. Oder? Mal ausprobieren. Ja, man ist tot. Okay. Weil die Straße geht nicht weiter. Ich glaube, die Zombies spawnen unendlich. In Ja. der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Ich Kampf schreibe. stattgefunden. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte. Außerhalb der Geschichte. Nur Dunkelheit. Ach, das ist Ich das kann sie darin Telefon. spüren. War ich Ich doch bringe ihr falsch. Parfüm. Ich werde sie finden. Polizeiwache Bright Ich Falls. bringe. Okay, ich war falsch. Zum
Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Oh, die ist alleine, das ist gefährlich. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Also ist die Insel doch eine Halluzination. Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Oh oh. Das kann hier doch richtig wild werden. Also es ist doch irgendwie eine Halluzination, aber er sieht das selber irgendwie, weil er hat ja geschrieben, er dachte, das ist eine Insel, aber die existiert nicht. Weil die Hexe hat uns ja einen Schlüssel hier für die Insel gegeben. Genau, hier. Da waren wir, falls ihr euch daran erinnert. Und das war der Prolog? Alan Wake. Ja, scheinbar war das das erste Kapitel und jetzt geht's richtig los. Ende von Folge 1. Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Kurze Zusammenfassung. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Right. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Folge 2. Besessen. 3 Jahre zuvor. Ich hoffe, wir finden heraus, was es alles damit auf sich hat. Wird das, was er schreibt, Realität? Hat diese komische Frau, ist die doch irgendwie eine Hexe? Was hat es damit auf sich? Ich bin gespannt. Weil bisher ist die Story wirklich gut geschrieben. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das Hi. Schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest Kaffee aufsetzen, der wird dich wärmen. Hey, Liebling, das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den mal. Kaffee. Ich setze ihn auf. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Okay. Hier. Die sehen super aus. Oh, klar. Ach, das ist das, was wir im Laden gesehen haben. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Stromausfall. Alan? Bitte überprüf den Sicherungskasten. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Bitte beeil dich. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay, hi. Alles okay? Geht dir richtig Schiss. Tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Ich weiß, dass es dumm ist. Aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Das ist die Taschenlampe in der Welt. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist.
Dankeschön. Was hat das jetzt eine Auswirkung für die Story, dass wir das erfahren? Das mit 3 Jahre zuvor? Sie sehen, Mr. Wake. Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker wartet auf Sie. Sie macht Ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Frau schnell finden. Gibt's hier noch irgendwie was? Nicht vom Campingausflug zurückgekehrt. Kommen Sie rein, Mr. Wade. So wie bei uns. Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Und wer ist das jetzt? Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen doch irgendwie so. Also es ist doch passiert. Ich habe Sie da gelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood National Park. Mr. Wade, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Am Flowers Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Hey! Natürlich, Mr. Wade. Hey! Sie können durch den Zellengang gehen. Ich brauche hier mehr Licht! Hey! Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht... Oh Gott. Das Morgenlicht war es doch keine Halluzination, das ist doch passiert. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Aber... wer hat seine Frau entführt? Also wer war das? Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. The fuck? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Das ist so irre. Jetzt hat sie doch... Also irgendwie Entführung, Geschichte... Das ist alles richtig, richtig weird. Ich hoffe, ihr seid genauso auf die Geschichte ein Schriftsteller ist ein Band wie ist die ich. Geschichte aus der Aber bitte keine Spoiler. Wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich Was? Muss nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Er schreibt die Geschichte um Alice? Was? Das ist ja so weird. Also er schreibt trotzdem... Hä? Ich würde jetzt oh Gott. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo sie wohnen, damit ich sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut.
Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem ich... Oh, hey, oh je, ganz ruhig. Wer ist das jetzt? Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Warum hat er den jetzt geschlagen? Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Also irgendwie wird die Geschichte immer weirder. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Das weiß ich auch nicht. Was war das? So, also, jetzt müssen wir uns hier irgendwie eine Hütte mieten. Mit jedem Mann. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Warte hier. Ganz ruhig, Junge. Es ist du bist fast Rusty. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Das Nein, ist Mann, die Frage. Harry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Weißt alles du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Warte hier. Ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Tja, und das Spiel ist der Bestseller. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme die ich Schlüssel zum Lover's Peak? Die Schlüssel bis zum Auto gehen. Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. So, aber müssen wir, damit wir wissen, wo seine Frau ist? Das müssen wir wohl. Das ist doch verrückt. Ich bin gespannt. Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie! Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Ah, hier, der ist schon krank. Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Gut, dann mal los. Wartet mal, ist das die... Das ist die Gegend, wo das Spiel angefangen hat, oder? Wo wir hier nach unten gegangen... Das kommt mir nämlich bekannt vor. Ist das einfach nur so ähnlich aufgebaut? Das ist doch der Ort, wo das Spiel losging, oder? Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Ja, aber wer hat sie entführt? Weil da war ja einfach ein riesiges Loch in der Hütte. Also, wer hat sie entführt? Also irgendwas muss ja passiert sein.
Sagt's hier was? Schuld und Sühne. Krebs und Heilung. War das so ein Video? Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wanderweg. Manuskripte. Okay, Achtung. Klippe, nicht runterfallen. Was ist hier? Kontrollpunkt. Kommt gleich wieder Zombies. Wahrscheinlich, oder? Oh, wieder Halluzination. Die Vision hatte mich geschwächt. Das war keine Hoffnung. Alter, was geht hier ab? Rusty, durchhalten, ich komme! Bitte helft mir! Was war's denn der von der Tankstelle? Ach du Scheiße. Was geht hier ab? Hallo? Ich bin hier hinten. Ach ne, das ist er! Das ist der von der Hütte. Und wer hat ihn jetzt abgeschossen? Oh Mist! Wer war jetzt hier? Genauso wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Und der Hund im Käfig. Ich hab den Schlüssel. Okay, Ryan. Welches ganz ruhig. Böse Omen geht hier vor sich? Ist es ein Mensch? Ist es eine Kreatur oder was ist das? Was geht hier vor sich? Ich konnte nur für Rusty Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Das ist so verrückt. Jemand hat den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Okay. Rusty! Rusty! Das wird er wahrscheinlich umgebracht, oder? Doch wieder die Schatten. Gehe ich jetzt Munition? Das ist halt meine Frage. Also ich kann schießen, aber wenn ich keine Munition habe, was mache ich dann? Rusty, ich komme. Ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Nicht die Tiere füttern. Ach, er ist jetzt auch böse. Rusty? Rusty, nein! Gehen Sie nie näher als 100 Meter an. Na sorry, ich muss Munition nehmen. Sterbe ich halt jetzt. Ist das jetzt eigentlich ein Bosskampf oder was zählt das jetzt? Das gilt auch für Stein. Das gilt auch für mehr.
mach dich kalt. So, weg mit dir. Trophäe erhalten. Also wenn man es ein bisschen gecheckt hat, geht's. Man muss echt viel schießen, also der halt nicht gut aus. So. Und jetzt müssen wir zum Lover's Peak. Also, es hat geklappt. Bisher sind wir heute noch nicht gestorben. Aber es geht direkt weiter. Wow. Ist das echt die Dunkelheit, die für all das verantwortlich ist? Halt auch in der echten Welt, also in der Geschichte, die Ellen erschaffen hat? Kontrollpunkt, sehr gut. Wer ist denn Führer? Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Also existiert das wirklich? Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Da runter müssen wir. Aber ich soll hier eigentlich nicht hin. €100 Strafe kriegt man, wenn man die Tiere füttert. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Okay. Wenn wir jetzt Tiere als Gegner bekommen, dann... Das wäre schon hardcore. Servus, Jungs. Na? Ach, hi. Also, was die Beweglichkeit angeht, man ist echt unmobil. Wow, ich probiere jetzt dodgen, wenn es genau dahin. Guck mal, wie viele Schüsse man verbraucht. Was hatte ich? 42, jetzt habe ich noch 19. Also man verbraucht sehr viel Munition. Da muss man echt aufpassen. Gut, ist es jetzt noch weit? Oh, die Soundeffekte und die Stimme, und das haben sie auch schon sehr gut gemacht. Da hoch. Kommt jetzt wieder ein Sturm. Hier runter. Alter, was geht hier ab? The Great Old One. Und wer kommt raus? Der Holzfäller. Okay, beide kann ich aber jetzt nicht töten. Ja, drei sogar. Also ich denke, hier irgendwo wird es hier wieder eine Munitionsstelle geben, aber ich habe halt keine Ahnung, wo die hier alles sind. Ich werde jetzt wieder down gehen. Ich weiß nicht, wie man das ohne Munition überleben soll. Ich habe keine Ahnung, wie man, wenn die Munition weg ist, wie man an neue Munition kommt, weil die verfolgen einen ja auch. 16 Schuss, das ist zu wenig.
vom Lauf. Ich habe jetzt wieder keine Munition mehr. Alles klar. Da muss ich wahrscheinlich wieder den Generator anschalten. So, und zack, bin ich tot. Darf ich den ganzen Weg jetzt nochmal laufen? So, auf ein neues. Der ist schon mal weg. Der ist auch weg. Gut. Alles klar, das hat geklappt. Ich habe noch 3 Schuss übrig. Und zwar habe ich mich jetzt ein bisschen schlauer gemacht und ich glaube, jetzt habe ich verstanden, wie man die Viecher töten muss. Ach, aber es kommen neue. Okay, ich hätte einfach rennen müssen. Scheiße. Fuck. Einfach rennen. Scheiße. Nein, ich muss Kreis drücken. Nein. Ach Mann. Aber ich hab's jetzt verstanden. Mann, hätte ich die Munition vorhin nicht verschwendet, wäre ich gestorben. Warum dauert das auf einmal so lang? Weil man muss eine gewisse Zeit auf die drauf leuchten und dann kann man sie töten. Also so wie ich es doch gedacht habe, aber irgendwie. Also ich kann mich mit dem System nicht anfreunden, I'm sorry. Vor allem, weil der Fettklops hier noch kommt. Wenn er nicht nachlädt, dann sterbe ich so oder so. Gut. 6 Schuss noch. Jetzt aber. Komm. Licht ist an. Gut. Kontrollpunkt erreicht. Okay, wisst ihr was? Das Ende muss ich zwar jetzt ein bisschen... Karten, aber ich denke, die Folge ist trotzdem ein bisschen länger wie die normalen Folgen. Ja, ich finde, wir sind in der Folge trotzdem gut vorangekommen. Immerhin weiß ich jetzt nach der 3. Folge, wie wir die Gegner besiegen. Das heißt, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich noch schneller vorankommen. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, stellt ihr beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, schreibt mir gerne rein, soll ich 2 Folgen am Tag bringen oder eine XXL-Folge oder 2 Folgen aufnehmen und die dann halt zusammenschneiden. Ja, schreibt mir gerne euer Feedback rein. Habt ihr noch irgendwie Tipps und Tricks? Auch gerne reinschreiben. Und ja, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.